Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Es ist das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. So lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 20. Diese Bibelstelle ist ein Grund dafür, warum in christlich geprägten Ländern bis heute der Sonntag als freier Tag gilt, an dem nicht gearbeitet wird und an dem Christen durch den Besuch eines Gottesdienstes Gott die Ehre geben. Aber diese christliche Tradition ist zunehmend gefährdet. Wirtschaft und Politik drängen auf eine Lockerung des Sonntagsschutzes und auch Christen gestalten den Tag des Herrn nicht mehr so, wie es sein sollte. Warum der Sonntag ein Geschenk des Himmels ist, darüber spreche ich heute mit Weihbischof Athanasius Schneider aus dem Erzbistum der Allerheiligsten Jungfrau Maria zu Astana in Kasachstan. Herzlich willkommen, Exzellenz. Herr Weihbischof, die Schöpfungsgeschichte, das steht ja direkt am Anfang der Bibel und da steht etwas sehr Bemerkenswertes, wie ich finde. Da steht nämlich, Gott arbeitete sozusagen 6 Tage und dann vollendete er sein Werk, indem er ruhte. Wie muss ich denn das verstehen? Wie kann ich denn etwas erschaffen, vollenden, indem ich ruhe? Ja, Gott ist ja in sich unveränderlich. Man sagt, die Philosophen sagen, Gott ist Actus Purus, der reine Akt. Bei Gott gibt es keinen Anfang von etwas oder Ende. Das gehört zum Wesen Gottes, dass er unveränderlich ist in sich. Die Veränderung erleben wir als Geschöpfe nur. Nun, diese Ausdrucksweise, dass Gott ruhte, ist geschrieben für uns, dass uns Gott daran erinnern will, für was er uns geschaffen hat. Er hat uns für sich geschaffen. Das Ziel der Schöpfung ist Gott und die Ewigkeit, wo die ganze Schöpfung und der Mensch ans Ziel gelangt und sozusagen seine Ruhe findet in Gott. Und somit sollte man diesen Ausdruck von der Ruhe, dass Gott geruht hat, verstehen. Und von dort kommt auch das Gebot Gottes dann, dass ein Tag der Ruhe sein soll in der Woche, der ihm ausschließlich geweiht sei. Besteht dieser Tag also in einer gewissen Beziehung zu dem Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk? Natürlich. Die Gebote, die 10 Gebote, die Gott uns gab, waren ja eine Besiegelung des Bundes, den Gott geschlossen hat mit seinem Volk am Berg Sinai. Und das Einhalten dieser Gebote war ja ein Teil dieses Bundesschlusses. Und Gott gab sie den Menschen als Hilfe, damit sie durch diese Gebote eine Hilfe haben, in der Treue zu ihm, zum Bund zu leben. Und auch durch das Einhalten der Gebote von den Gefahren für Leib und Seele, auch für Leib und auch für Seele, bewahrt zu werden. Jetzt sagen Gegner der Sonntagsheiligung immer wieder, naja, Jesus ist mit seinem Jüngern durch die Kornfelder gegangen und sie haben die Ähren gezupft. Jesus hat sie verteidigt und sie sagen auch, dass diese Sabbatheiligung im Neuen Testament ja gar keinen Raum findet. Wie ist das zu deuten? Ja, dieser Vorfall mit den Ährenzupfen am Sabbat, das ist ja, damit wollte der Herr uns ja zeigen, dass wir den Sinn des Gesetzes oder des Gebotes verstehen sollen. Nicht den Buchstaben nur, also der Buchstaben sagte, man soll keine Arbeit tun, also keine Ehren sammeln und so weiter. Aber wozu ist das gedacht gewesen? Damit der Mensch sich an Gott erinnert, damit der Mensch Gott die Ehre gibt, damit der Mensch
an die Ewigkeit denkt. Nun, in diesem konkreten Fall, wenn ein Mensch in Hunger gerät, dann kann er ja in diesem Falle arbeiten, weil er ja dadurch auch sein Ziel erreicht, für das Gott ihn geschaffen hat, dass er sich ernährt. Man sieht hier wollte der Herr den tieferen Sinn des Gesetzes aufzeigen, weil der reine Buchstabe, wenn man ihn nicht versteht, wie dann es auch heißt im Evangelium, tötet, der Geist aber macht lebendig. Das heißt nicht, dass Jesus dadurch das Gebot relativiert hat. Jesus hat nur den Sinn, den tieferen Sinn des Gebotes aufgezeigt. Nun steht für einen Christen natürlich heute der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag im Mittelpunkt. Katholische Christen feiern das heilige Messopfer. Aber wie war denn das in der Frühzeit? War das da auch schon so, dass dieses Opfer Christi im Mittelpunkt stand, oder hat sich das erst in der Zeit entwickelt? Natürlich, das war schon bei den Aposteln der Fall. Wir können das lesen in der Apostelgeschichte, zum Beispiel im 20. Kapitel, wo der heilige Paulus mit den Gläubigen in Troas, und dort heißt es, am ersten Tag der Woche, am Herrentag heißt es dort sogar, die Eucharistie gefeiert hat. Und den Ausdruck Tag des Herrn oder Herrentag haben wir ja auch im Neuen Testament schon. Zum Beispiel in der geheimen Offenbarung, wo der heilige Johannes sagt, am Tag des Herrn, am Herrentag, hat er das geschaut, diese Schauungen gehabt. Das ist von den Aposteln uns so überliefert worden, die heilige Messe. Das Opfer Christi wurde ja von den Aposteln uns überliefert. Und sie haben sie selber gefeiert und wie ich schon erwähnt, der heilige Paulus am ersten Tag der Woche. Und so haben das alle Generationen der Christen immer getan. Wir haben zum Beispiel ein sehr schöne Ausdrucksweise vom heiligen Ignatius von Antiochien. Es war ein Bischof, der direkt noch die Apostel kannte, also ein Apostelschüler von Antiochien. Er ist als Märtyrer zu Beginn des 2. Jahrhunderts gestorben in Rom. Und er hat uns Briefe hinterlassen. Und in einigen der Briefe schreibt er, dass es zum Wesen des Christseins gehört, gemäß dem Sonntag zu leben, so sagt er, und nicht gemäß dem Sabbat, wie die Juden, weil der Herr ist am Sonntag auferstanden und hat diesen Tag als unseren Tag des Herrn geheiligt und ihn uns gegeben. Und das ist natürlich ein sehr deutlicher Beweis der apostolischen Überlieferung der Sonntagsmesse schon beim Apostelschüler, dem heiligen Ignatius. Und so ging das dann weiter, unverändert, bis in unsere Tage hat es die Kirche, die das Gebot des Sonntags, der Sonntagsmesse bewahrt und weitergegeben. Eben, es ist kein Relikt der Vergangenheit. Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat das ja nochmal bekräftigt. Die Eucharistie soll im Mittelpunkt des christlichen Lebens stehen. Wenn aber der Sonntag, man spricht ja auch von einem wöchentlichen Ostern, so sehr im Mittelpunkt des christlichen Lebens stehen sollte, warum gehen die Kirchenbesucherzahlen so drastisch zurück? Ja, ich denke, das hängt von der Glaubenskrise ab. Wenn man nicht mehr den Sinn des Sonntags versteht und den Wert der heiligen Messe, des Kreuzesopfers Christi, unserer Erlösung und der Tag der Auferstehung, wenn das einen gleichgültig lässt, das ist ja ein Beweis eines Mangels an Glauben. Ein gläubiger Mensch hat ein Bedürfnis danach, zur heiligen Messe zu gehen, den Sonntag zu heiligen. Und wir haben viele Beispiele aus der Verfolgung der Kirche oder aus Gebieten, wo es wenige Priester gibt, wie viel Mühen sich die Menschen auf sich genommen haben, um zur Sonntagsmesse zu gelangen, dass man weite Reisen auf sich genommen hat, beschwerliche Reisen, nur um am Sonntag
an der Heiligen Messe teilnehmen zu können. Das ist lebendiger Glaube und echter Glaube. Und als ein anderer Grund würde ich sehen, die mangelnde Glaubensunterweisung und Predigt von den Priestern. Man müsste den Gläubigen wieder den Sinn des Sonntags verkündigen, erklären und auch schon den Kindern, den Schülern, den Heranwachsenden, den Erwachsenen auch und in der Katechese, im Religionsunterricht und dann natürlich auch in der Predigt, in den Sonntagspredigten. Und dann die Größe des Messopfers darstellen. Das ist das eine, also die Unterweisung. Und das noch ein Grund, man sollte die Sonntagsmesse auch würdig gestalten, dass die Menschen erleben, hier ist ein Stück Himmel, weil die Unterhaltung, die habe ich ja die ganze Woche, Unterhaltung. Wenn man dann noch aus der Sonntagsmesse eine Unterhaltung macht, so ein Stil, dann haben die Menschen davon nichts, dann sagen sie, ich habe eine bessere Unterhaltung an einem anderen Ort. Ja. Aber wenn man die Sonntagsmesse gestaltet in Würde, in Erhabenheit, dass die Seele berührt und die Seele erhebt, wie es dann heißt, empor die Herzen, erhebe die Herzen und sie entsprechend die Sonntagsmesse so gestaltet, ich denke, dass das auch die Menschen letztlich anziehen wird. Vielen Dank, Exzellenz, für Ihre ersten Ausführungen. Wir werden genau an diesem Punkt dann in einer weiteren Sendung anknüpfen. Liebe Zuseher, auch Ihnen danke ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Unsere Schriftenreihe Glaubenskompass können Sie kostenlos über unseren Shop bestellen. www.glaubenskompass.de